Ja, herzlich willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen an den Radiogeräten. Wir grüßen euch wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk und haben heute uns ganz besondere Sachen überlegt und Daniel. Hey Klaus, ich muss wieder, immer wenn du anfängst zu sprechen, muss ich lachen, weil diesmal merkt man wirklich die Soundqualität, die sich verändert hat bei dir. Du hast gelernt, das Mikrofon umzudrehen, sodass es jetzt ordentlich klingt. Ich bin stolz auf dich. Also willkommen zu Folge 7. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Daniel, wie fandst du eigentlich meinen Post zu den 100 Followern? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, weißt du, echt. Was war das nochmal? Ich hab extra mit so den 100 PR, mit den 100, ne? Kilometer, ja, so 100 aufgehoben, weißt du, wir haben die 100 vorbei und jetzt darf man Vollgas geben bis unbegrenzt. Da habe ich gedacht, das Gefühl, was man auf der Autobahn hat, weißt du, wenn du an den 100 vorbei bist und dann Vollgas geben darfst, ist so ein geiles Gefühl. Und genau so haben wir uns gefühlt, als wir die 100 überschritten hatten bei den Followern. Ja. Hast du diesen Effekt gesehen, diesen komischen Regenbogeneffekt außenrum? Ich fand das so sensationell. Das war gut gemacht. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Als wenn ich halt im Trabi sitze oder ich sag mal im Golf und ich drücke dann, wenn die 100 aufgehoben ist, praktisch aufs Gaspedal und will dann hochbeschleunigen. Wir müssen jetzt genau diesen Wandel machen vom Golf zum Porsche mit der Wasserwirtschaft. Und dann also meinst du, dass wir dann, dass dann die Leute alle sagen, Trabi ist der neue Porsche? Das meine ich damit. Ich habe deine Metapher nicht verstanden, ey, echt mal. Ey, ich habe für den Post habe ich bestimmt eine Stunde gebraucht, ey, Leute. Quatsch, doch. Ich habe immer meine Schwägerin gefragt, ja, die postet so viel bei Instagram, die hat bestimmt 1000 Follower, da sage ich, ja, wie mache ich denn das jetzt, dass der Text da drin ist und so. Oh Mann. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich hier irgendwas mit Follower schreiben. Wie kriege ich denn da Follower rein? Und dann habe ich diesen Effekt gesehen, wie die 100 dann so mit Regenbogen außenrum ist. Oh, sensationell. Sensationell, das hat Spaß gemacht. Okay, das beruhigt mich. Also ihr werdet in Zukunft noch professionellere Posts von uns kriegen. Ihr müsst einfach immer nur dazu uns da helfen und weitererzählen den Leuten, damit wir auf die 200 kommen. Und bei den 200, da gebe ich nämlich mit 2 Stunden Zeit für den Post, ne? Aber dann, du bist ja so, aber dann bist du viel besser schon. Ja, deswegen, dann wird es 4-fache Ergebnis. Okay. Weil es exponentiell steigt. Ich nehme die doppelte Zeit und bin doppelt so gut, also kriegt man das 4-fache Ergebnis. Das ist 4-mal so geil. Machst du denn eigentlich so ein 200er Begrenzungsschild hin, 200 km/h pro Stunde? Na, lasst euch überraschen, was wir dann machen. Okay. Das muss was Neues sein, Daniel. Lasst euch überraschen. Okay, erzählt das allen euren Kumpels, dass es Abwassertalk gibt. Die müssen uns alle liken und followen bei Instaface. Und dann bin ich auf den nächsten Post gespannt. Dann werdet ihr sehen. Geil. Klaus, wir haben ja einiges Feedback bekommen aus der Community. Unter anderem war ja mit dabei, gerade dieser Podcast ist gerade interessant für auch Nichtwasserwirtschaftler. Und da hat sich jemand gewünscht, unter anderem, dass man mal auf die verschiedenen Kläranlagentypen eingeht. Ja, das war der Wurmtalwolf. Ja, der hat uns geschrieben, eine Gegenüberstellung von verschiedenen Kläranlagenformen und eine Literaturempfehlung für Interessierte. Also ich gehe jetzt mal für interessierte Laien aus, so wie er das geschrieben hat. Ist er beruflich, damit hat er nichts zu tun mit Abwasser, aber findet das total spannend, was wir hier erzählen. Das ist natürlich, freut uns natürlich super, dass wir solchen Lob bekommen. Und das heißt, nicht nur die Abwasserjungs werden unsere Zielgruppe sein, sondern wir werden die Welt erobern mit diesem Podcast. Daniel. Ja, wir haben ja mittlerweile auch mehr als 100 Follower. Das ist begeisternd. Also wirklich auch nochmal einen fetten Dank. Hätten wir nicht erwartet. Wir haben das Ganze ja mehr oder weniger aus Spaß angefangen. Aber das ja, ist schon so ein bisschen professioneller geworden. Jetzt auch gerade mit dem Mikrofon. Wir treffen uns jeden Montagabend. Klaus, ist das nicht schön? Och, ich freue mich jede Woche schon. Eigentlich ist Dienstag schon, Dienstag ist jetzt der neue Montag, ja, weil Montag treffen wir uns ja immer und Dienstag ist am weitesten von Montag weg. Weißt du, wenn du Sonntag noch frei hast und Montag dann auf Arbeit gehen musst und denkst, oh, jetzt muss ich eine Woche warten, bis wieder Sonntag ist. Und jetzt ist bei mir Dienstag Montag, weil ich mich ja Montag auf dich freue. Also wer das jetzt nicht gecheckt hat, ja, der muss das einfach nochmal zurückspulen.
und nochmal neu anhören. Also ich fand, das war total logisch, Daniel. Das ist für mich total logisch, ja. Das ist für mich total logisch. Oh Mann. Ja. Ich wurde auch darauf hingewiesen, nicht so viel über meine eigenen Witze zu lachen, aber das kann ich nicht abstellen. Nee, das kannst du nicht. So habe ich dich kennengelernt, das ist auch gut so. Man muss ja auch über sich selbst lachen können. Irgendeiner muss ja drüber lachen, weißt du. Und wenn wir mal Späße über uns selber machen oder über den anderen, ist es auch okay, denke ich, ne? Ja. Aber Daniel, jetzt müssen wir wieder fachlich werden. Was haben wir denn recherchiert? Also Wurmtalwolf, ein Shoutout to you. Das heißt, dich mal zu hypen, ja. Du hast uns hier geschrieben, wir müssen jetzt Kläranlagentypen aufzählen. Und da hat Daniel was rausgesucht. Erzähl mal. Ich muss mal kurz noch eine Anekdote erzählen. Ach so, okay. Weil ich das echt total interessant finde. Vielleicht kann ich das dann auch nochmal kurz von mir erzählen. Ich bin ja ursprünglich auch gar kein gelernter Wasserwirtschaftler oder ähnliches. Ne? Ich habe ja die Begeisterung erst mit dem Job praktisch bekommen. Und da habe ich mal so einen schönen Grundlagenkurs gemacht. Das war gleich innerhalb von den ersten paar Monaten, wo dann auch die DWA, wir kommen ja heute auch nochmal wieder zu der KA, zu den ganzen News und so weiter, wo von der DWA in Sachsen angeboten wird, so einen Grundkurs zu besuchen, ne? Der geht dann über 2 Tage und dort wird einem dann so ein bisschen beigebracht, zum Beispiel die verschiedenen Kläranlagenformen, wie die Abwasserbeseitigung überhaupt abläuft. Eigentlich mehr oder weniger das auch, was wir jetzt hier durchgehen. Ja, da lernt man dann auch wirklich so emotional mit dem Abwasser verbunden zu sein. Und da besichtigt man dann auch zum Beispiel eine Kläranlage, die in Dresden. Ja, so ist man herangeführt worden. Das war echt cool. Da muss man mal den Herrn Bammler erwähnen, das ist der Leiter der Kläranlage in Dresden, der dieses Format sich mal ausgedacht hat vor anno dazu mal. Ja, und deswegen ist das immer in Dresden. Genau heißt der Kurs Wasserwirtschaft, nee, Abwasser für Nichtwasserwirtschaftler, ne? Oder wie heißt das genau? Warte mal, so war das glaube ich nicht, ne? Wasserwirtschaft für Nichtwasserwirtschaftler, oder? Ja, Abwasserwirtschaft für Nichtwasserwirtschaftler, so war das. Ja, genau, das ist einmal im Jahr, kann man das mitmachen und wir schicken da ja von Unitechnics aus immer unsere Leute, da gucken wir mal hinter die Ohren, ob da grün ist. Und wenn da grün ist, dann müssen die nach Dresden und werden vom Herrn Bammler dann ausgebildet. Man kriegt ja auch was Gutes zum Mittagessen, habe ich gehört, in der Kantine. Und Dresden ist ja immer eine Reise wert, ne? Gerade genau. Wenn man macht ja auch eine Abendveranstaltung, ist da auch irgendwas abendveranstaltungsmäßig dabei, nochmal? Na klar. Okay. Da produziert man, muss natürlich auch mal erstmal ein bisschen Abwasser produzieren, um davon darüber zu lernen. Und wo habt ihr Abwasser produziert? Wo wart ihr dahin? Ich weiß nicht mehr, wie die Kneipe hieß. Oma, Opa, ich habe keine Ahnung. Gibt's doch da, ne? Da war ich auch gerade schon mal. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von der Frauenkirche in Dresden. Also es ist immer eine Reise wert, nach Dresden und den Kurs mitzumachen, wer da Laie ist und sich weiter informieren will. Ja, aber was habt ihr denn da gelernt? Erzähl mal, was für Arten von Kläranlagen hast du denn da gelernt? Also ich weiß nicht mehr, ob ich das direkt da gelernt habe, aber was mir gerade noch so ursprünglich einfällt, ist, es gibt ja den Emscher Brunnen. Ich glaube, damit hat man alles begonnen, oder? So ja, mit dem Rostocker Kübel hat alles begonnen. Mit dem Rostocker Kübel, den man in keiner Quelle im Internet findet, sondern den du mir nur durch deine Studienaufzeichnung gezeigt hast gerade. Ja, in der Uni Weimar habe ich das beigebracht bekommen, Rostocker Kübel, damit wurde die Kacke quasi eingesammelt und dann auf die Felder verteilt früher. Das ist auch klar belegt in einer Quelle hier von 1896. Habe ich extra rausgesucht für dich. Danke, wie gütig. Von Blasius ist das Buch. Habe ich extra rausgesucht. Wir wurden ja kritisiert, dass wir schlecht recherchieren, aber das habe ich jetzt extra mal aus der Bibliothek recherchiert. Mhm. Der Rostocker Kübel. Ja, und dann kam der Emscherbrunnen, hast du gesagt? Ja, dann kam der Emscherbrunnen. Also den habe ich immer so in Erinnerung, wenn man auch irgendwie durch die Gegend fährt oder, keine Ahnung, irgendwelche Becken sieht, dann hat alles mal begonnen mit dem Emscherbrunnen. Meistens sind das immer so eine ganz alten Bauwerke, so habe ich die in Erinnerung, oder kleinen Dörfern. Es hieß auch, ist auch eine Sonderform des Dortmundbrunnens, ja, hat man mal gehört. Und der Schlamm setzt sich unten ab und wird dann regelmäßig abgezogen. Und das Reinigungs ist anaerobe Reinigung. Das heißt, unter Luftausschluss futtern die Bakterien den Kohlenstoff raus aus dem Abwasser. Und das stinkt auch ganz schön, weil der Schlamm dann immer abgezogen wird. Das ist Faulschlamm. Und ja, aber eine gewisse Reinigung wird auf jeden Fall schon mal erzielt. Ja. Ich habe das so verglichen wie so ein Latte Macchiato. Kann man das vergleichen? Ich ist auch braun. unten habe ich meine Milch. Die ist etwas schwerer natürlich, die fülle ich zuerst ins Glas, dann schäume ich die auf, dann bildet sich halt oben Schaum, also eine Schaumkrone und unten ist dann halt die flüssige Milch.
Und dann gebe ich den Espresso ja hinzu. Und dieser Espresso vermischt sich dann teilweise schon mit der Milch unten. Aber es bleibt erstmal, bevor man umrührt, immer noch so oben diese Espresso-Schicht, diese dunkle Schicht. Ist natürlich assoziierbar mit Abwasser, aber ist natürlich kein Abwasser. Ja, das oben wäre das Fett, der Schaum wäre das Fett und unten wäre der Schlamm. Und in der Mitte hast du das gereinigte Abwasser. Okay, der Espresso ist praktisch weg. Unten den Schlamm ziehst du raus und der Rest bleibt übrig. Feinstes, tolles Wasser. Fast schon wieder Trinkwasser. Mm, oder ein Espresso. Oder ein Espresso. Ich werde jetzt immer an Espresso, an Latte Macchiato denken, wenn ich ans nächste Klärbecken komme. Ist auch so braun, ne? Naja, okay, Daniel. Super. Okay. Ja, also den Emscher ist auch versaut. Ich trinke ab jetzt nur noch Tee. Danke. So. Irgendwann wird alles weiter. Wie geht's weiter? Komm, erzähl mal weiter. Ja, das ist der Emscher Brunnen. Ne? Mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen wollen. Dann habe ich immer noch so im Kopf, gibt es SBR-Kläranlagen. Wofür steht SBR? Sequence Batch Reactor, SBR. Batch? Richtig, Daniel. Okay. Sequence Batch Reactor, genau. Sequence Batch Reactor, okay. Und ja, da passiert einfach Folgendes, da fließt das Abwasser rein und die gesamten Reinigungsprozesse mit B, also Deni-Phase, Nitrifikationsphase, passiert alles in einem Becken. Muss man dazu sagen, vielleicht wer die einzelnen Prozesse jetzt nicht unbedingt versteht, der kürzt sich einfach die vorige Folge an, die Folge 6. Da ging es um die einzelnen Verfahren. Auf die einzelnen Verfahren gehen wir jetzt nicht im Detail ein, die haben wir im letzten Podcast schon behandelt. Jetzt geht es eher so um welche Typen, ne? Genau. Also die, ist das ungefähr richtig beschrieben? Also da fließt alles in einem Reaktor rein, dann wird der Reaktor teilweise belüftet, dann setzt er wieder über eine bestimmte Zeit aus, dann kommt das Wasser wieder in einen anaeroben Zustand und dann wird er wieder belüftet, bis das Wasser die Konsistenz erreicht oder den Zustand erreicht, dass sie praktisch einen Auslauf passiert. Ja, genau, so kann man es ungefähr beschreiben. Also du hast ein Becken, in dem alle Prozesse gleich, also nacheinander ablaufen. Ne? Also das erste ist der mechanische Reinigungsvorgang, der passiert meistens außerhalb, dann wird das Rohabwasser dort eingefüllt, dann hast du die Belüftungsphase. Dabei wird, das Ammonium in Nitrat umgewandelt, dann lässt du das Ganze wieder stehen, unbelüftet. Dann auch mit Rühren teilweise hast die anaerobe Phase oder anoxische Phase. Und dann wird das Becken wieder geleert und wieder neu befüllt. Der Unterschied dazu ist dann der nächste Typ, ne? Der nächste Typ ist dann was wir halt heute so kennen mit den ganzen Becken, ne? Übrigens nochmal einen großen Nachteil, den ich jetzt hier immer in Norddeutschland bei diesen SBR-Kläranlagen gehört habe, ist, die wurden damals halt immer auch viel zu groß geplant, weil man ja immer noch diesen Einwohnerschub und Boom erreichen wollte. Und dann stehen die hauptsächlich leer. Und da hat man meistens 2-3 Becken und eins steht immer leer. Und das leere Becken wird dann immer für Zwischenspeicher benutzt bei Starkregenereignissen oder ähnliches. Wenn ich viel Fremdwasser dann auf meine Kläranlage habe, wird das dazwischen gespeichert, weil das ja der größte Nachteil so ist, den ich jetzt bisher von Kläranlagenbetreibern gehört habe, dass diese SBR-Kläranlagen sehr, sehr regenwasseranfällig sind. Dann, wenn ich viel Fremdwasser in meinem Kanalnetz habe, dann kann mir schon mal so eine SBR-Anlage umkippen. Und das ist so das größte Problem, um diesen Gewässerschutz dann wirklich aufrechtzuerhalten. Da haben wir natürlich einen Vorteil. Von einer SBR? Was ist der Vorteil? Warum sollte man sowas machen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, so von der Optik, wo ich denn schon mal war und welche gesehen habe, dass die Betreiber einen kleinen Bauraum eigentlich haben. Das, weil ja die gesamten Prozesse in einem Becken geschehen können, habe ich einen geringeren Bauraum insgesamt der Fläche. Richtig, Daniel. Krieg 1000 Punkte jetzt. 1001 Punkt. Okay. Ja. Was wäre denn noch eine Art, eine Kläranlage? Erzähl doch mal. Jetzt dreh ich den Spieß. Ein Vorteil vielleicht noch kurz vom Sequence Batch ist auch, dass du die Prozesse nicht so träge sind. Also du kannst sie sehr gut steuern, du kannst sehr schnell reagieren, wenn im Abwasser was passiert und kannst dann einfach die Belüftungsphase ein bisschen länger laufen lassen. Das ist natürlich in einer Kläranlage, die jetzt durchlaufend ist, etwas schwieriger und etwas träger. Dafür sind die aber auch nicht so anfällig. Also wir kommen jetzt zu dem, was man landläufig so oft bei den meisten Kläranlagen in Deutschland kennt, und zwar diese vielen Becken, die man hat. Na, wir haben ja was von Schnecken gehört, archimedische Schnecken beim Samuel letzte Woche, wo das Wasser erstmal gehoben wird und das Wasser läuft dann im Freispiegel, also durch die Gewichtskraft des Wassers einfach bergab durch die verschiedenen Becken und vermischt sich in den Becken immer wieder mit den
mit dem vorhandenen Schlamm, der da schon drin ist. Ne? Also wir haben ein Becken extra für die Belebung, ein Becken für die Denitrifikation, ein Becken zum Absetzen. Und alle Prozesse auf der Kläranlage laufen quasi gleichzeitig ab. Das ist der Vorteil von so kontinuierlich durchflossenen Kläranlagen. Ne? Dass ich hab nicht so eine Anfälligkeit auch für verschiedene Schwankungen, weil ich das sehr gut ausgleichen kann in diesen Kläranlagen. Es ist aber auch sehr träge, bis ich dann die Biologie auf bestimmte Veränderungen, die ich umsetzen will, einstellen kann. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile. Man kann natürlich dann die Prozesse in den einzelnen Becken langsam und kontinuierlich irgendwann einstellen auf ein gutes Gleichgewicht und muss nicht so viel steuern an dem Ganzen. Ne? Es ist also nicht so anfällig für Zulaufschwankungen und so weiter. Das ist der Vorteil von so kontinuierlich durchflossenen Kläranlagen. Mhm. Vielleicht Wurmtal-Wolf, vielleicht ist das nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber diese Einteilung der Kläranlagen macht man in Deutschland eher nach den einzelnen Stufen, wie die ausgeprägt sind. Ne? Also ja, letztes Mal von den 4 Stufen des Abwassers gesprochen. Stufe 1 bis 4, also 1 mechanische Reinigung, 2 biologische Reinigung, 3 die chemische Reinigung und die 4. ist die Spurenstoffelimination. Und oft unterscheiden sich die Kläranlagen einfach, wie viele Einwohner hängen da dran, welche Industrie hängt an der Kläranlage auch dran, die spezielles Abwasser bringt. Ist es ein Mischsystem, Trennsystem, habe ich sehr viel Fremdwasser im System und so weiter. Und auch wie ist die Geografie des ganzen Abwassersystems. Also deswegen ist keine Kläranlage gleich. Und man unterscheidet dann einfach zum Beispiel, haben die einen Stabrechen oder ein Siebrechen oder ein, was weiß ich, für ein Rechen oder wie sieht der Sandfang aus und so weiter. Also es ist oft ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten, die irgendwie zusammengeflickt werden. Also was heißt zusammengeflickt, sondern zusammengestellt werden von Ingenieuren. Und deswegen gibt es eigentlich nicht so die Standardkläranlage, sondern jede Kläranlage ist immer unterschiedlich. Es ja. kommt schon allein darauf an, wie viel Platz habe ich, bin ich direkt an einem Fluss und habe ich viel Platz, habe ich wenig Platz. Ich habe letztens sogar gesehen, man hat zweistöckig gebaut in Leipzig, glaube ich. Da ist die Kläranlage direkt im Stadtpark, ne? Nicht weit vom Stadion von den Roten Bullen weg. Und da ist kein Platz mehr weiter, also bauen die jetzt in die Höhe. Das heißt, die bauen Becken übereinander, weil einfach kein Platz mehr da ist. Ne? Solche Geschichten zum Beispiel. Also was man sich vielleicht ganz gut merken kann, ich habe immer so assoziiert, es gibt kleine Kläranlagen, es gibt große Kläranlagen. Und die wir beim letzten Mal halt besprochen haben, das waren hauptsächlich so diese großen Kläranlagen. Und die kleinen Kläranlagen, das wäre jetzt zum Beispiel, wie damals alles mit dem Emscher Brunnen angefangen hat, bei einer dezentralen Entwässerung, SBR-Anlagen, was wir gerade hatten, oder aber auch Teichkläranlagen und sowas. Ne? Also die man genau, da könnte man noch eingehen. Das ist immer gut, eine Teichkläranlage zum Beispiel. Das war früher sehr, sehr viel der Fall. Und zwar eine Teichkläranlage funktioniert so, das Wasser wird in einen künstlich angelegten Teich geleitet. Dabei setzt sich darin der Schlamm unten ab, im unteren Bereich. Da entwickelt sich eine anaerobe Schlamm-Situation, wo sich eine Mikrobiologie einstellt und die Abwasserbestandteile, die drin sind, setzen sich dort ab, werden dort von den Bakterien zersetzt. Und dann fließt das meistens von einem Teich in den nächsten Teich, in den nächsten Teich, immer über den Überlauf. Und je nach Anzahl der Teiche wird es dann klarer. Und diese Teiche wurden dann oft belüftet. Und zwar mit Oberflächenbelüftern. Das heißt, man hat dann auf die Oberfläche so ein schwimmendes Boot gesetzt, wo dann Wasser in den Teich, Luft in den Teich reingeblasen wird, um nach und dort für Sauerstoffversorgung zu sorgen. In der Vergangenheit wurde das jetzt immer weiter zurückgefahren, werden jetzt oft ersetzt durch neue Kläranlagen oder angeschlossen per Pumpwerk an andere. Dazu muss man wissen, und Kläranlagen haben immer eine Art Betriebserlaubnis. Vielleicht muss man das sagen. Ne? Ich hatte ja letztes Mal so ein Prinzip erzählt, das Wasser, was die Kläranlage reinigt und was hinterher in den Fluss abgeleitet wird, sollte immer sauberer sein als der Fluss selber. Wenn man das sich jetzt mal durchdenkt, ne, ist es ja so, dass wenn ich jetzt sauberer werde vom Fluss, dann muss die Kläranlage ja auch wieder sauberer werden, damit dieser Grundsatz, das, was ich in den Fluss einleite, muss immer sauberer sein als der Fluss, erhalten bleiben kann.
So, und mit solchen Systemen wie zum Beispiel Teichkläranlagen oder anderen Systemen lassen sich einfach nicht so hohe Reinigungsleistungen erreichen wie mit SBR-Reaktoren oder unseren großen Kläranlagen. Und wenn ich natürlich dann in solche Anforderungen habe wie Spurenstoffelimination, was von der Technik her sehr, sehr aufwendig ist, dann kann es zum Beispiel sinnvoller sein, eine alte Kläranlage nicht zu erneuern, sondern zu schließen und mit einem Pumpwerk an das Wasser einfach in die nächste Ortschaft zu pumpen, wo eine modernere Kläranlage ist, die vielleicht gar nicht so ausgelastet ist. Ne? Ja. Aber wir haben zum Beispiel noch zwei vergessen, Daniel. In der Membrankläranlage haben wir noch nichts gesagt. Ja. Das ist quasi, da wird Wasser durch, mit hohem Druck, das Abwasser durch eine sehr engmaschiges Membran gedrückt. Ja. Und dabei kann nur die kleinen Wassermoleküle durch und der Rest nicht. Der bleibt dann im Rohabwasser zurück. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Das ist zum Beispiel für sehr, sehr kleine Einzugsgebiete eine Möglichkeit, ist aber sehr, sehr fremdwasseranfällig. Wenn da also zu viel Wasser kommt, ist also nur für Trennsysteme geeignet und diese Membrankläranlagen haben nur eine maximale Durchflussleistung durch die Membran. Und deswegen ist das für Anlagen mit großem Fremdwasser oder Mischwasser nicht geeignet. Das ist zum Beispiel noch eine Form. Und was haben wir noch vergessen, was auch in kleineren Systemen oft Anwendung findet? Rotationstauchkörper, der sich im Abwasser dreht. Du hast ein Becken, was halb gefüllt ist und da drehen sich so Scheiben drin. Mhm. Und auf den Scheiben sitzen die Bakterien drauf. Mhm. Kenne ich nicht. Also das ist auch noch eine Form, was gerade auch so in Entwicklungsländern oft gemacht wird. Rotationstauchkörper für kleinere Schichten. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Pampa ein Hotel habe, kann ich mit sowas mein Abwasser ganz gut reinigen. Und musst du dir so vorstellen, auf den Scheiben sitzen die Bakterien. Die werden immer ein Stück weit ins Abwasser eingetaucht. Da ist aber keine Belüftung drin. Und dadurch, dass die Scheibe dann wieder aus dem Abwasser rauskommt, können die wieder Sauerstoff sammeln. Und dann wird es wieder neu eingetaucht. Ne? Und so muss man sich das vorstellen. Dann werden die Bakterien immer mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Tropfkörperanlagen sind auch früher sehr verbreitet gewesen, gibt es auch heute noch. Die Stadt Karlsruhe zum Beispiel hat eine Tropfkörperanlage. Der Abwasserzweckverband Erdinger Moos, kenne ich, hat eine Tropfkörperanlage. Ist also an vielen Stellen immer noch verbreitet, hat den Vorteil, dass es sehr energieeffizient ist und sehr, sehr gute Abbauleistungen halt auch schafft. Ne? Also das muss man sich vorstellen wie ein großer Turm, der mit Lavagestein oder sehr porösem Gestein gefüllt ist und immer mit Abwasser, mit Rohabwasser, mit so einem Art Propeller, der über dem Tropfkörper sich dreht, immer mit Abwasser befüllt wird. Und dadurch fließt das Abwasser durch dieses Gestein durch. Da drin sitzen die Bakterien und die holen sich dann aus dem Abwasser ihr Futter raus. Und und können dann das Abwasser dadurch reinigen. Ja? So kann man sich das vorstellen. So ähnlich wie wenn du so einen Bach hast, der über verschiedene Stufen abstürzt und dann das Moos da drin wächst. Und das Moos holt sich dann daraus natürlich seine Nährstoffe aus dem Wasser. Ne? Mhm. Ja, das ist auch noch eine Art der Kläranlage. Haben wir doch ganz schön viele jetzt gefunden, oder? Ja, komisch, oder? Und dann bei diesen ganz normalen Kläranlagen kenne ich halt immer nur, so umgangssprachlich wird da immer zwischen anaerob und aeroben Kläranlagen unterschieden. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich fachlich präzise ist. Aber umgangssprachlich sagt man, die anaeroben Kläranlagen sind alle die noch einen Faulturm auf der Kläranlage haben. Und alle aeroben Kläranlagen sind die, ja, ohne Faulturm. Da redest du jetzt von der Schlammbehandlung eigentlich nur, ne? Theoretisch, also ja. Es gibt verschiedene Arten der Schlammbehandlung. Ich würde auch vorstellen, das reicht, oder? Wir haben ja jetzt grundsätzlich erstmal die Kläranlagenformen oder Arten diskutiert, oder? Also ich würde alles zwischen kleinen und großen Kläranlagen mal komplett trennen, so im Kopf gesehen. Und bei den kleinen Kläranlagen, da sind wir ja gerade drauf eingegangen, Tropfkörperanlage, Teichkläranlage, SBR-Anlage, die sind alle für, ich sag mal, wenige Einwohner geeignet. Und kaum Industrie und vielleicht fremdwasserunabhängige Kanalsysteme. Und dann gibt es die größeren Kläranlagen,
Und die haben die Reinigungsstufen, die wir vorher beschrieben haben. Und du sagtest ja auch, und dann im Detail bei diesen Reinigungsstufen, mechanische, biologische, da unterscheidet sich jede Kläranlage. Deswegen ist es ja auch so interessant, mal auf eine Kläranlage zu gehen. Auch auf seine Kläranlage vielleicht im Dorf oder in der Stadt. Guckt euch die Kläranlagen mal an und dann könnt ihr mal verschiedene Bilder posten und zusenden. Dann können wir die vielleicht mal reinstellen, dann können wir uns ein bisschen austauschen, wer welche Kläranlage hat. Ich finde das immer mega spannend, wenn ich auf einer Kläranlage bin. Ja. Ich sehe das genauso wie du. Können wir ja jetzt mal zu unserem heutigen Thema kommen. Wir sind heute mal wieder ohne Gast unterwegs. Das hat nämlich einen Grund. Und der Grund ist die neue KA. Und die wollen wir mal durchgehen, wollen euch die Neuigkeiten vorstellen, die es jetzt aus der KA gibt. Klaus, hast du irgendwas, was dir jetzt so ins Auge gefallen ist? Ja, was einem sofort ins Auge fällt, ist natürlich das ganze Corona-Thema wieder, ne? Dieses komische runde Ding mit den Schnöpfeln da dran kann ich schon lange nicht mehr sehen jetzt langsam. Also ich fand das mega beeindruckend. Ich habe mir das ja durchgelesen, Klaus. Und das Lustige ist, wir haben ja bei der letzten KA sind wir ja darauf eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir können vielleicht noch sogar ein bisschen präziser darauf eingehen, weil wir ja zum Beispiel den Podcast von dem Virologen hören und so weiter. Und genau das wurde ja jetzt hier auch mit aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Jetzt wird das hier nochmal genau geschrieben. Am 25. März hat der Virologe Drosten in seinem Podcast niedergeschrieben, dass die Abwasserwelt damit nicht betroffen ist. Dass kein infektiöses Medium denn mehr im Abwasser vorhanden ist. Es wäre die Frage, ob Ratten dann das Zeug übertragen. Ne? Also man weiß ja nicht, ob jetzt Tiere das kriegen können oder nicht. Ich habe es jetzt hier auch nicht lesen können. Ob so eine Ratte dann sich damit infiziert. Und die kann natürlich schon, dass sie durch einen Kanal da läuft, irgendwie das Zeug mittragen. Ne? Also man weiß es nicht, ne? Was da jetzt wirklich Fakt ist. Und ich möchte darüber jetzt auch nicht so richtig spekulieren. Also es zieht sich auch durch unsere Fachzeitschrift natürlich rum und die letzten Wochen und Monate haben sich jetzt unsere Wirtschaft hat sich darauf eingestellt, auf das Thema. Ne? Und die meisten machen so eine Art Quarantänevorsorge. Das heißt, die meisten, die ich so kenne, sagen, wir machen einen Teil, arbeitet im Homeoffice und ein Teil ist auf Arbeit und wenn eine der Gruppen quasi in Quarantäne muss, ist die andere zumindest noch da. Ne? Und das ist jetzt so die Herangehensweise, die meisten so fahren. Also es ist hier so ein bisschen beschrieben. Ja, kann man sich gut durchlesen und nochmal vielleicht informieren darüber. Ne? Ja, also was man hier auch nochmal draus lesen kann, ist, dass man das Betriebspersonal auch nochmal beruhigen kann, dass praktisch Corona jetzt nicht durch das Abwasser übertragen wird. Also das wird hier nochmal explizit geschildert. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Vielleicht für jeden Leiter von Kläranlagen oder von Betriebspersonal, wo das Betriebspersonal gerade Angst hat, einfach vielleicht nochmal ihnen die KA vorlegen. Es gibt ja jetzt hier sogar so einen eigenen, wo steht das hier? Ich habe neulich vorhin gesehen. Ach hier. Es gibt ja jetzt sogar einen eigenen DWA-Fachausschuss, BIZ4. Arbeits- und Gesundheitsschutz, der sich mit Pandemiemaßnahmen beschäftigt. Also da könnte jeder auch nochmal reingucken, da steht das explizit drin, also in dieser KA. Das ist auch immer sehr, sehr detailliert beschrieben. Hier geht das von Ziele und Grundsätze von Pandemiemaßnahmen bis hin zu, was die Geschäftsleitung machen soll, welche Stäbe implementiert werden sollen, was für ein Team es gibt, wie die Kommunikation ablaufen soll oder aber auch das, wie zum Beispiel Dienstleister einzubinden sind. Ne? Also hier steht irgendwo auch drin, hatte ich vorhin gesehen, dass praktisch die Dienstleister, mit denen der Zweckverband dann zum Beispiel zusammenarbeitet, informiert werden müssen, wie die aktuellen Maßnahmen hier jetzt oder zur Pandemievorsorge aussehen. Mhm. Es gab zum Beispiel vom Landesverband, die haben dann hier so eine Konferenz Corona-Spezial gemacht. Das haben jetzt, weiß ich, auch andere Landesverbände aufgegriffen und da quasi die einzelnen kommunalen Betreiber zu Wort kommen lassen. Ich selber durfte ja da auch mal kurz sagen, wie es uns als Firma so geht aktuell und wie wir damit umgehen und wie wir unsere Kunden da weiter betreuen. Und wer sich das mal anschauen will, kann auf der Seite von der Landesverband Baden-Württemberg mal schauen, da sind die noch drauf. Bei mir war das Minute 38 bin ich irgendwie zu sehen, habe ich gelesen irgendwie. Habe ich mal 40 Sekunden was erzählen dürfen. Ein Star im Internet. Ansonsten, was steht hier noch dann? Hier. Welche Seite ist das? Ich gucke gerade mal. Rattenbekämpfung. Hatten wir ja auch schon als Thema. Seite 358. Hast du ja schon durchgelesen.
Ja, da geht es um die Umfrage. Es wurden verschiedene Gemeinden angefragt, wie die mit ihrem Rattengift umgehen, wie viel Gift sie im Jahr einsetzen und welche Maßnahmen sie treffen, um ja, den Rattengifteinsatz zu minimieren und trotzdem gute Erfolge zu erreichen. Da haben wir ja drüber gesprochen in Folge 3 oder so 4, keine Ahnung. Ja, schaut euch das an. Eine der ersten Folgen mit der wundervollen Frau Schaper, mit der Pia. Und das könnt ihr euch mal durch anhören. Da haben wir dann ein bisschen über die Hintergründe gesprochen. Und hier geht es halt darum, wer nutzt Köderstationen, wer nutzt welche Köder, in welchem Land wird wie viel eingesetzt. Und man sieht hier, die Bayern haben am meisten geantwortet, 107 Antworten sogar. Mhm. Und im Norden war man faul zu antworten. Naja, in Bremen und Hamburg kann ja nur einer antworten. Wollte ich gerade sagen, das passt schon. Das passt schon. Ein bisschen aber unfair, ne? MV hat hier nicht so richtig gut geantwortet. Brandenburg auch nicht. Also vier Antworten kamen da nur zustande. Insgesamt hatte ich gelesen, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung beziehungsweise von den Kanalnetzbetreibern, die 25% der Menschen in Deutschland versorgen. Oder entsorgen, besser gesagt. Ja, dann geht es hier ein bisschen um Arzneimittel im Abwasser. Das habe ich mir mal durchgelesen. Da geht es eigentlich darum, dass Information der Bevölkerung schon dazu führt, dass weniger Medikamente im Abwasser landen. So. Also das ist schon mal gut. Dann ist hier Werbung drin, kann ich nur mal empfehlen, jedem von der KA für das Fernstudium Wasser und Umwelt. Und das machen sowohl die Universität in Hannover als auch die Universität in Weimar. Und ich kann das nur empfehlen, das ist jetzt mal Werbung. Wir werden nicht bezahlt übrigens dafür. Aber ich habe da zum Beispiel mein Fernstudium gemacht, wo man auch alles das, was man jetzt so hört, auch lernen kann. Ne? Und wir werden nicht dafür bezahlt. Ich muss jetzt erst gerade darüber lachen, weil es ja wirklich so ist. Ne? Ich glaube, diejenigen, die dafür Podcasts und so machen, die müssen wirklich einleitende Texte dafür sagen, jetzt kommt Werbung oder so. Ach so. Aber dadurch, dass wir dafür nicht bezahlt werden, müssen wir da auch keine Ansage, glaube ich, machen. Nee, wir werden nicht bezahlt. Wir werden auch von der KA leider nicht bezahlt, obwohl wir hier Werbung für die machen, dass das eine tolle Zeit schon ist. Also ich kann es nur empfehlen, ich habe mein Fernstudium neben dem Job, 4 Jahre hat es gedauert, so nebenher gemacht. Ich habe da auch viele Leute kennengelernt. Ich habe das in Weimar gemacht und bin total begeistert. Bin ja auch, wie du jetzt vorhin gesagt hast, nicht ausgebildeter Wasserwirtschaftler, sondern Wirtschaftsingenieur. Und habe dann aber im Job gedacht, ich brauche mal so ein bisschen, wie sagt man, Hintergrundwissen systematisch aufbereitet. Und das funktioniert super gut neben dem Studium. Da muss man da wirklich mal was sagen. Also wenn man da mal so ein bisschen ausholt, man macht halt verschiedene Kurse, hat pro Kurs, muss glaube ich 6-7 Kurse mitmachen, kriegt dann die Aufgaben immer zugesendet und die Texte und kann sich das durchlesen. Und ja, und muss das dann bearbeiten. Und einmal im halben Jahr hat man dann eine Präsenzphase mit einer Prüfung. Und ganz am Ende muss man dann seine Masterarbeit schreiben. Habe ich dann zu Geruch bei Fettabscheidern habe ich dann meine Masterarbeit gerade geschrieben, letzten Dezember. Also ich bin begeistert. Ich würde das jedem empfehlen, das zu machen. Fernstudium Wasser und Umwelt. Könnte man auch eine separate Folge mal machen dazu. Mal so ein bisschen Bildungsmöglichkeiten im Abwasser, Daniel. Könnte man mal als Folge so sich merken, oder? Können wir mal machen, ja. Wenn ihr das geil findet, schreibt uns rein, was ihr als Bildungssachen sucht. Ja, meldet euch bei uns, ne? Aber Daniel, jetzt mal so zwischendurch. Wir reden ja viel über Fachliches, ne? Aber was ist denn deine Lieblingswerbung in der KA? Meine Lieblingswerbung? Weil hier sind ja schon doch einige Firmen, die auch Werbung machen. Und was ist so, was fällt dir am meisten als Werbung auf? Mir fällt immer nur auf, dass hier viel Werbung drin ist. Ich weiß gar nicht. Werbung? Du darfst nicht unsere eigene Werbung sagen, die darfst du nicht sagen. Unsere Werbung darfst du nicht sagen. Ey, ohne Witz, Klaus, mir fällt hier kaum Werbung auf. Irgendwie blende ich das schon aus. Ich suche irgendwie nach großen Überschriften. Ansonsten, was ich relativ interessant war, war hier dieser Frosch oder was das hier auch immer ist, von UFT. Aber ich das ist ein Krokodil, Mann! Ach, ein Krokodil. Das ist so sensationell. Das ist fast wie beim letzten Mal. Was warst du verwechselt? Ein Otter mit einem Dachs, mit einem Biber oder was? Richtig.
Oh Mann, die Jugend von heute. Biologie erste Klasse, Alter. Also das kann man aber wirklich schlecht erkennen, oder? Ey, ich habe hier gedacht, ich habe durchgeblättert, bevor du das gesagt hast, habe gedacht, naja, das Krokodil ist eigentlich grün, meine Lieblingsfarbe, könnte schon meine Lieblingswerbung sein, ne? Und dann kommst du mit dem Frosch an, ey. Das sieht echt aus wie ein Frosch. Also mir ist auch der Frosch am meisten aufgefallen, Daniel. Das heißt, wir müssen mit Tieren werben, dann kriegt man mehr Aufmerksamkeit. Ja, gut. Was steht hier noch dran, Klaus? Was ich noch relativ interessant fand, weil wir ja gerade beim letzten Mal beim Thema Klärschlamm waren, hier steht, dass im Jahr oder zum Jahreswechsel 2022-23 eine Klärschlamm-Mono-Verbrennungsanlage in Hannover in Betrieb gehen soll. Die Anlage soll ungefähr 130 Tonnen entwässerten Klärschlamm pro Jahr behandeln. Und Bauträger ist hier ein Joint Venture von der Huber SE und der WTE. Kennst du wahrscheinlich auch, große Unternehmen. Also es machen ja viele. In Hamburg hat es die, ich glaube, Veolia, ne, mit Hamburg Wasser zusammen gemacht. Dort macht es jetzt Huber mit WTE. Mit WTE zusammen. Das ist jetzt eine Frage der Zeit. Ne? Die Nachrichten werden ja wahrscheinlich jetzt immer wieder kommen. Ja, wir haben ja letztens schon gehört, jeder muss sich ein Konzept überlegen. Bei solchen Anlagen kann man natürlich seinen Klärschlamm quasi abgeben und muss dafür Geld bezahlen. Da muss man sich nicht selbst eine Lösung überlegen. Das gibt es hier noch. Ja. Am Ende gibt es wieder jede Menge Meldungen aus Merkblättern. Die junge DWA hat auch eine Meldung, es gibt wieder einen neuen Stammtisch der jungen DWA in Essen. Gut, dann war es das jetzt auch schon, ne? Ja, wollen wir jetzt nicht mal kurz Brainstorming machen, welche Themen vielleicht für unsere Zuhörer interessant sein könnten? Ja, wir sollten schon mal brainstormen, welche Themen. Also auf jeden Fall haben wir ein Thema schon, was wir schon fix uns überlegt haben. Das also ist das Thema. Die Zuhörer könnten sich ja dann mal äußern, ne, was sie gut finden. Wir gehen das jetzt hier mal durch. Also nur ein Thema, wo wir auf jeden Fall schon jemanden hätten, wäre Nachhaltigkeit im Abwasser. Wir machen dann wieder so eine Umfrage nach unserem Podcast für euch alle, wo ihr dann einfach mal abstimmen könnt, welches Thema wir als nächstes auf jeden Fall machen sollen. Ne? Also ein Thema wäre Nachhaltigkeit im Abwasser. Okay. Dann Weiterbildung im Abwasser ist vielleicht noch ein Thema. Weiterbildung im Abwasser, okay. Also wie kann man sich weiterbilden, gerade wenn man Quereinsteiger ist? Welche Möglichkeiten gibt es? Aus unserer Erfahrung heraus, wir werden uns auch vielleicht von der DWA nochmal jemanden nehmen. Und ich hätte noch so ein Herzensthema, und zwar die junge DWA hätte ich noch als Thema. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht fürs nächste Mal, weil beim nächsten Mal bin ich ja schon gar nicht mehr junge DWA, Daniel. Ich weiß, du hast bald Geburtstag, ne? Und dann bist du ein alter Sack. Dann bin ich ja laut DWA ein alter Sack. Also die junge DWA könnten wir auch nochmal als Thema nehmen. Ja, fällen dir noch Themen ein sonst? Mir würde noch das Thema einfallen, Kanalnetz. Also insbesondere, wir sind jetzt auf Kläranlagen ganz stark eingegangen. Mich würde mal interessieren, was die Zuhörer von Kanalnetzen halten. Bräuchten wir halt auch jemanden, der gerne unser Interviewgast sein will zum Thema Kanalnetz. Das können wir mal einen Aufruf starten, wer gerne von uns interviewt werden will zu seinem Kanalnetz, ja, da ein bisschen was erzählen will. Vielleicht seid ihr da draußen, die ihr das hört, habt ein Kanalnetz, was ihr betreut oder mitarbeitet, schreibt uns einfach in die Comments, ne, oder schickt uns eine E-Mail. Und ja, dann nehmen wir euch als Gast und interviewen euch zu eurem Kanalnetz. Ne, so wie in Samuel beim letzten Mal, war eine richtig tolle Folge, fand ich, fast eine der besten, die wir bisher hatten. Und dann machen wir es mal über das Kanalnetz. Was mir noch so einfällt, sind Messinstrumente. Wie kann man oder welche Inhaltsstoffe können wir im Abwasser wie messen? Wie zuverlässig vielleicht auch? Okay. Wie viel kann man Kacke messen quasi? Kann man Kacke messen, ganz genau. Was fällt dir noch? Vielleicht auch die fünf können wir noch mal zur Auswahl stellen, die fünf genau. Themen. Und je nachdem, welcher da am höchsten ist, nehmen wir dann als Thema vielleicht beim nächsten Mal. Also ich habe jetzt hier geschrieben, Nachhaltigkeit, Weiterbildungsmöglichkeiten, junge DWA, Kanalnetz und Messinstrumente. Okay, ja gut. Noch irgendwelche letzten Worte von dir, Klaus? Ja, du weißt ja, das Wasser fließt immer bergab, Panta Rey, ne? Also bis nächste Woche. Also, ciao. Ciao.